So, hallo zurück bei The Last of Us 2, leider mit Abby immer noch. Gott, ich frage mich, wie lange das gehen soll. Ewig oder was? Hoffentlich nicht noch bis zum Ende des Spiels, dass wir die alte spielen müssen. Wir suchen Isaac. Er ist drin. Geh rein. Danke. Wen haben wir denn da? Was geht, Leute? Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ah, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Ist klar. Man sieht sich. Hier geht's nicht lang, ne? Nee. Ach, da. Das hier fehlt mir echt nicht. Scheiße. Und die sollen der Gestank ist besser sein als wir, oder was? Ich glaub's ja wohl. Dass ich nicht lache. Nach diesem Morgen wäre ich gern mal kurz mit denen allein. Verständlich. Hey, Abby. Wir müssen hoch. Isaac ist da drin. Na. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Sir, Abby und Maddie sind hier. Lass ihn nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Das ist also dieser Isaac. Hab gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bas? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie? Dann? Ein neuer Waffenstillstand? Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Wann kommen er und Danny zurück? Ich dachte, Danny wäre tot. War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm? Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache Nein. auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Nein. Tagen. Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle.
sind viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ja. Verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt, nicht wahr? Was? Nein, Abby, nicht! Ich bin morgen früh zurück, solange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich um. Was? Nicht zu fassen, dass wir uns den ihre Rückschläge noch antun müssen, ey. Das kotzt mich an. Was interessiert mich das? Okay. Ganz ehrlich, das interessiert mich überhaupt Warum nicht. Kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Nee. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein. Mach das nicht, es ist zu hoch. Oh mein Gott. Springen. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst. Ich mach Schluss mit dir. Owen. Ich liebe dich, Abby. Nicht! Owen! Wir waren zusammen mal. Soll ich jetzt was drücken, oder was? Sollte doch ersaufen. Aber tut sie ja leider nicht. Leider nicht. Abby! Du Abby? Ich bin hier, du Arschloch. Du bist gesprungen? Und ich hab's verpasst? Ich dachte, du ertrinkst. Und du wolltest mich retten? Nein. Ich wollte nur sicher gehen, dass du ertrinkst. Ich hab da was ziemlich Krasses gefunden. Was? Du wirst mir wohl folgen müssen, um es zu sehen. Das kotzt mich so an, ey. Dass sie diesen Mist hier zeigt, das interessiert mich einfach nicht. Keine Sorge. Erst musst du das sehen. Owen. Was wollen die denn tun? Einen Haufen Fireflies verjagen, die sonst nirgends hin können? Nein. Ich will's nicht rausfinden. Komm einfach und sieh dir das an. Tief Luft holen. Oh
das her? Aquarium? Ich weiß nicht. Wollen wir weiter? Scheiße, ja. Er hat sie dann wohl von Mel verlassen, oder was? Wie soll ich das verstehen? Was für ein Ort! Das ist bestimmt einer von diesen Zoos, bloß für Fische. Klappe. Ein Zoo bloß für Fische. Sieh dir das Jungtier an. Ich habe neulich eine Robbe gesehen. Sie hatte überall Punkte. Wir haben keine Punkte. Sie sind braun. Das sind Seelöwen. Nein. Nein, du hast keine Ahnung. Ich weiß, was ich gesehen habe. Mit meinen Augen. Hilf mir mal damit. Yep. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Was wohl aus ihnen geworden ist. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Was für ein Optimist. Hm. Okay, genug von diesem Boot. Na, Lust auf den restlichen Fischzoo? Meinst du, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. Natürlich. Meinst du, du kommst da durch? Hilf mir da hoch. Yep. Ja. Okay. Ach du Scheiße, gar nicht übel. Gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. Also, wir sehen uns schnell mal um und dann... Dass sie so fette Muskeln hat, hat die Anabolika genommen oder was? Weil das ist ja wirklich heftig. Die Muskeln, die dann später hat. Oh mein Gott. Wow, sieht man nicht jeden Tag. Die dicke Seerobbe. Halt! Beenden konnte ich es noch. Na komm. Ich kann es nicht nochmal nehmen. Oh. Ah, das gibt's doch wohl nicht. Wie dick ist das Glas? Da ist ein Aquarium am Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Eine andere Welt, was?
Ich beanspruche diesen Ort. Er gehört mir. Viel Spaß. Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist deine Arsch. Kein guter Start. Kinder, wenn ihr das findet, will ich, dass ihr wisst, dass ich euch nichts vorwerfe. Die Seraphiten verkaufen sich gut. Ich verstehe, warum ihr dachtet, ihr hättet es bei ihnen besser. Im Boot ist etwas zu essen und Wasser. Nehmt es und verlasst diesen Ort. Ich weiß, dass ich euch zu sehr kontrollieren wollte. Ich wollte unbedingt, dass ihr beide sicher seid. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich konnte keine Antibiotika finden. Ihr sollt beide wissen, dass ich euch liebe. Ricky, pass weiter auf Max auf. Das schuldest du ihm, Dad. Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Wo will er das wissen? Nein, ich will das nicht lesen. Och, glaubst du es denn? Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Kann ich hier hoch? Mit den anderen zurückkommen. Gute Idee, damit sie auch die Regeln brechen. Ist es das nicht wert? Warte ab, wie viel Ärger wir nachher dafür bekommen. Ha, dir gefällt's doch. Sei doch still. Also, wie wär's mit Owen? Du hattest recht. Danke, dass du mich an diesen wunderschönen Ort gebracht hast. Ich überleg's mir. Reicht fürs Erste. Oh Gott. Es ehrt dich, dass du deinen Vater respektierst, aber du musst verstehen, dass er dich nur kontrollieren will. Er will, dass du dich weiterhin wie ein Kind fühlst, weil er zu viel Angst davor hat, wie ein Mann zu handeln. Du verdienst es, in einer Gemeinschaft zu leben, die starke Charaktere wie dich unterstützen kann. Und Max erst recht. Er ist noch so beeinflussbar. Wenn dir etwas an deinem Bruder liegt, solltest du ihm fortgehen, bevor er die Schwächen deines Vaters übernimmt. Wir kommen in 5 Tagen wieder an eurem Aquarium vorbei. Wenn ihr mit uns kommen möchtet, stellt eine brennende Fackel am Steg auf. Wir landen dann in der Nähe an. So, nun. Ach, ein Toter mit der Decke zugedeckt. Oh Gottchen. Wie das aussieht, die Skeletthand, wie die da drauf liegt. Das, wo unser Kapitän ist. Shit. Und wieder was zu lesen. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird er nur deine Schwächen annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen wie ein Feigling. Was für ein Vorbild bist du? Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen, sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch nur auf deinem blöden Stuhl herumsitzt. Seine Kinder haben sich den Scars angeschlossen. Scheiße. Tja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Scars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Wir waren naiv, aber wir waren nicht fanatisch. Wir haben Kontrollpunkte gesprengt und Soldaten ermordet. Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut. Pro
Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Bin hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft. Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben. Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Owen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Geht doch. Die an. Würde den Jungen gern kennenlernen. Ich meine, er ist ein Scar. Hast du vielleicht? Scheiße, hoffentlich nicht. Solide Festung, Max. Sehr gute Arbeit. Wow. Komm hier rein. Wow. Ja. Ist das niedlich? Siehst du das? Der Bart. Die sind wirklich gepunktet. Ja, ja. Das muss man jetzt auch noch ertragen. Geht es dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Tut mir leid. Hey, sag das nicht. Ritt mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber... Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Geh schon mal vor. Wahrscheinlich hat er sich dann für Mel entschieden, weil die Sex mit ihm wollte, Abby nicht. Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Immer noch sind wir bei der. Was, wenn Owen woanders ist? Wer ist dort? Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Ich vermute, die muss man jetzt so lange, müssen wir die jetzt spielen, bis es zum Ende kommt, weil die ja Ellie jetzt gegenübersteht. Müssen wir die blöde Kuh jetzt bis zum Schluss spielen, oder was? Scheiß auf Danny. Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow,
Abby. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. Wusstest du, dass hier jemand wohnt? Was ist das? Schon wieder so viel zu lesen. Oh, mein Mann, mein nein. Geliebter, wenn ich bei dir bin, gleitet die Welt davon. Heißes spanisches Flüstern? Hey, jetzt war ich erschrocken. Oh mein Gott, das hier ist deins? Sag mal, wie viele Liebesnester hast du eigentlich? Okay, pardon, no hablo inglés. Ich könnte wetten, die spielen wir jetzt noch Stunden. Oh, ist das ätzend, ey. Hey. Danke. Hierfür? Ja, alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Komm schon, Abs. Du weißt, ich hab's nicht so mit Gefühlen. Sieht gut aus. Na los. Okay. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich geb mir Mühe. Im Ernst. Pass gut auf dich auf. Was denn? Wir müssen ja leider auf sie aufpassen, sonst geht die Geschichte nicht weiter. Das ist ätzend. Okay. Ich komme. Sonnenuntergang. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, oder vielleicht denkt ihr jetzt, wie kannst du denn die liebe, süße Abby nicht leiden? Also wenn das einer von euch fragt, dann platze ich, glaube ich. Weil, also... Nee. Ich werde die niemals leiden können. Und wenn sie noch 10.000 Leute verloren hat, oder... Ihre Rache von mir aus gerechtfertigt ist, das interessiert mich nicht. Oder hoffentlich atmet sie noch schön Sporen ein oder irgendwas. Die soll auf jeden Fall verrecken, das interessiert mich kein Stück. So, hier bin ich doch hergekommen, ja. Ach ja. Ja, rüber. Ich weiß, warum ich so müde bin jetzt. Es ist mitten am Tag. Aber ich bin ja eher eine Nachteule. Vielleicht deshalb. Natürlich. Einfach so tun, als wenn es nicht Abby wäre, damit ich ganz schön in Ruhe spielen kann und mich nicht aufrege. Tue ich jetzt einfach mal so, als wäre es irgendwer anders. Backfrisch, North Dakota. Ich habe erst gedacht, im ersten Moment, da steht Nathan Drake, weil da ein N und ein D war. Mann! Ja, die kannst du ruhig fressen. Guten Appetit. Ich hab's gerade gesagt. Vor einem guten Appetit, ja. Aber die wird bestimmt nicht gut schmecken. Die widerliche Krähe. Ob die mal wieder zurückkommt, die blöde Kuh? Wie dämlich ist die denn?
fängt ja gut an. Ja, ich wünsch dir ein paar Sporen an den Hals. Wir könnten doch Ich will die beiden nicht verwechseln, Herrgott, nochmal. Wir könnten doch Abby einfach mal auch mal so richtig schön drücken, wenn ihr das so gerne wollt. Können wir so gerne mal drücken. Am liebsten so um den Hals rum. So richtig schön um den Hals. Einfach mal ganz fest drücken. Da geht's durch. Gibt's hier was? Meishi? Diese Freaks stehen schon vor der Tür. Ich kann es nicht ganz lesen. Ach, sie Guide. Ach so, das konnte ich nicht erkennen, das Guide. Was es heißt, weiß ich, aber erkennen konnte ich es nicht. Auf den ersten Blick. Geht nicht auf. Gibt's da drin was? Oh. Klicker oder was? Noch was gehört? Oder bilde ich mir jetzt schon die Infizierten ein? Das würde mich auch nicht wundern. Wieder mal ein Tresor, den ich wahrscheinlich wieder nicht aufkriege.
Muss ich irgendwo anders rein, oder was? Ob du mal den Stein aufhebst? Komme ich da durch? Nützt nicht. Oder kommt nicht? Nee, kommt auch nicht. Da oben. Ich auch nicht rein. Vielleicht hier. Doch hier drüber oder was? Nee. Da komme ich nirgendwo rein. Ich frage mich, was das soll, wie ich da reinkommen soll. Da ist nirgendwo eine Möglichkeit. Keine Ahnung. Vielleicht hier irgendwie dann hoch, dass ich hochkomme und dann da drüber springen kann. Und das wüsste ich jetzt nicht. Sie rennt. Das deutet nicht Gutes. So, ich muss runter durch. Ich hier war, als er zurückgekommen, ich muss. Jetzt könnte ein bisschen Zeug verstecken, aber ich fürchte, dass ihre Lieferung weg ist. Ich habe eine sehr viel Kombination. Na, wenigstens steht endlich mal eine Kombination da und nicht der große Gewinn ist es. Woher soll ich denn wissen, was das für ein Gewinn ist? 689, 689. Ich guck erstmal da oben, bevor ich runterspringe.
Meine Prophetin. Bitte behüte mein Kind, mach ihn glücklich. Persönlich sind so viele gestorben. Ja, ich habe das mit. Wenden. Ich habe meinen Teil getan. Um die Familie zu schützen, sollte man besser keinem Totenkult beitreten. Bin ich hier da? Was ist das? Munition? Jetzt bekommt die auch noch bessere Waffen. Super. Weil sie nicht verdient hat. Kommen die da durch oder sind die zu dämlich? Ich glaube, die kommen nicht da durch, oder? Hoffe ich. Falsches Geschäft. So. 6, 8. Falsches Fenster. Die tun mir jetzt, glaube ich, nichts. Die brauche ich nicht töten. Knoblauch. Vielleicht ist es unmöglich, worum ich bitten möchte, aber ich muss dich bitten. Segne die Wolfs mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe. Oh Gott, das ist ja nicht auszuhalten. Ihr wollt Frieden? Kein Thema. Bleibt auf eurer Insel. Ganze Zettelkram. Im Moment riecht mich das ein bisschen auf. Weil es nichts. Ich finde es jetzt nichts Spannendes jetzt. Danke für deine Nachricht. Kannst auch mal kommen, dich wiederzusehen. Hab dir noch nicht erzählt. Das ist geraumt, dass wir jetzt. Ich überfliege das jetzt nur. Wegrufe. Bin ich aufgewacht? Es wurde interessant. Angemacht.
Aha. Isaac. Fuck. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Ja. Gürtel? Waffengürtel oder was für ein Gürtel ist das? Gewehrholster. Komme ich denn jetzt mit der blöden Kuh jetzt hier lang? Das ist wie Chinatown sowas in der Art. Hoffentlich wirst du gefressen. Aber wird sie ja leider nicht, wie wir wissen. Wie komme ich eigentlich hoch? Muss ich denn jetzt lang hier runter? Das könnte sein. Was meinst du? Es ist eine Ehre, aber das Wolfsland ist trostloser, als ich dachte. In dem Gebäude! Ja, aber Messer, es ist einfach gesagt, ich habe ja nicht viel davon. Oh, ich nehme schon 50 Minuten auf. Wird Zeit, den Part jetzt langsam mal zu beenden. Ja, ist wahrscheinlich besser, jeder Knüppel. Gut, dann machen wir im nächsten Part weiter.